Der Papst! Der Papst! Nein! Ist doch gut, danke schön. Vielen Dank. Der Papst, wollte ich sagen, ist auf Besuch in Amerika. Hier begrüßt er gerade Barack Obama. Papst Franziskus, wie er in Amerika heißt, Pope Francis. Ist kein Scherz, so wird er dort genannt. Pope Francis. Und der ist nach Amerika gefahren, weil er wollte sich mal die Frisur von Donald Trump aus der Nähe angucken, ja, um zu checken, ob es sich um ein Wunder handeln könnte. Und der Papst heißt ja eigentlich mit bürgerlichem Namen Jorge Mario Bergoglio. Ja? Mit so einem Namen wird man normalerweise an der mexikanisch-amerikanischen Grenze direkt aufgegriffen, in einen offenen Pickup gesetzt und wieder zurückgebracht. Oder man sitzt bei Let's Dance in der Jury. Aber man kann auch noch Pope Francis werden. Und es gab dann folgende Schlagzeile, erschütternde Schlagzeile. Nämlich diese hier, Papst verzögert iPhone-Auslieferung. Ja, weil die ganzen Sicherheitsbeamten alle aufpassen müssen, dass dem Papst nichts passiert, behindern sie die Lieferdienste. Ja? Und als der Papst das auf seiner Apple Watch gelesen hat, da war ganz schön was los. Das kann doch nicht sein, dass wenn ich hab hier die Verantwortung dafür, dass die iPhones zu spät ausgeliefert werden. Und dann hab ich gedacht, was hat der Papst wohl für einen Klingelton? Der Papst muss doch auch einen Klingelton haben, oder? Was hat der? Halleluja! It's raining men. Oder was? So was Ähnliches, ne? Oder einfach nur der heilige Bimbam, zum Beispiel. Dann kommen wir jetzt zu was anderem. Altkanzler Gerhard Schröder hat seine Biografie vorgestellt und hat ein paar Geheimnisse mit der Kanzlerin zusammen ausgeplaudert. Und hören Sie mal hin, um was es geht. Dann bei der Amtsübergabe geht es auch um Geheimdokumente. Gerhard Schröder erklärte damals, da wären keine. Frau von Merck fragt mich, ja, gibt es denn keinen Tresor? Doch, sage ich, es gibt einen Tresor. Ja, kann ich da mal reinschauen? Ja, können Sie schon. Ich mache also die Tür auf und was war da drin? Die Uhren von Silvio Berlusconi. Ja, die streng geheimen Regierungsdokumente waren dagegen in der Glasvitrine. Ja? Angela Merkel hat die Uhren von Silvio Berlusconi genommen. Offensichtlich ein Geschenk, oder? Ein Staatsgeschenk. Angela Merkel hat die Uhren dann bei eBay vertickt. Bitte? Nein, Schröder hat sie mitgenommen, höre ich gerade. Natürlich. So, bei TAF haben wir eine erstaunliche Statistik zum Thema Selfies entdeckt. Schauen Sie mal. Mehr Tote durch Selfies als durch Hai-Attacken. In diesem Jahr sind bereits 12 Menschen bei dem Versuch gestorben, ein Selfie zu schießen. An Hai-Angriffen kamen bisher 8 Menschen ums Leben. Laut dem englischen Online-Magazin Mashable ist die häufigste Todesursache beim Selfie-Knipsen ein Sturz, dicht gefolgt von Selfies auf Zugschienen. Und ganz gefährlich ist, wenn Sie ein Selfie mit einem Hai machen wollen. Das ist die größte Gefahr von allem. Todesursache Selfie oder man könnte einfach sagen Dummheit. Ja?